Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier von Westblink Customs. Heute mal aus dem Büro, weil wir wollen hier ein bisschen was unboxen. Es gab jetzt einen kleinen Aufschub in dem ganzen Projekt D21. Mir ging es eine Zeit lang nicht ganz so gut. Außerdem musste ich mir ein paar wichtige Sachen von der Hacke arbeiten, die wirklich mich total genervt haben und in die ich so ein bisschen reingeschlittert bin. Auftragsmäßig, kennt vielleicht jeder von euch, der so ein bisschen selbstständig ist und das ein oder andere Projekt auch mal annimmt, was nicht ganz so pfiffig war. Wo man erst im Nachhinein merkt, dass man sich ins Knie geschossen hat. Wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen unboxen, weil wir haben nämlich ganz viele Teile für den D21 bekommen. Ich konnte nicht so viel machen am Auto, aber alle anderen sind fleißig gewesen. Und, also ich war auch fleißig, ne? Ich habe Weihnachten gearbeitet, ich habe Silvester gearbeitet und. Also so ist es nicht, aber eben leider nicht so viel am D21 machen können. Jetzt wollen wir auf jeden Fall unboxen. Hier sind mal viele wunderschöne Pakete und Päckchen, die alle angekommen sind. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht so genau, was da drin ist. Aber das finden wir jetzt gleich raus. Wir haben hier nämlich einen wunderbaren Cutter. Ich würde sagen, wir fangen einfach... Ist so ein bisschen wie Weihnachten 2.0. Wobei eigentlich für mich Weihnachten 1.0. Ich habe nicht so viel Weihnachten gehabt, ehrlich gesagt. Aber, ja, cool. Also, wobei, ne, ich beschenke mich jetzt hier so ein bisschen selber, weil bezahlt habe ich schon. Gucken wir einfach mal, was das alles ist. Ah, okay. Also, das sind viele Sachen, die natürlich auch irgendwie so nur in einem indirekten Zusammenhang stehen. Das hier sind sogenannte Schweißpunktbohrer. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Aber das sind Schweißpunktbohrer, die werden wir später brauchen für den D21. Das war weise Voraussicht sozusagen, die zu kaufen. Jetzt gucken wir einfach mal weiter, was hier noch so gekommen ist. Ah, darüber haben wir schon mal gesprochen. Diejenigen, die sich die Live-Streamings angeguckt haben in unserer letzten Live-Streaming-Session, haben das, glaube ich, schon mal gesehen. Zumindest habe ich das, glaube ich, mal ins Bild gehalten. Das ist ein zweiter Teil von der Kennzeichenbeleuchtung, die an den D21 rankommt. So, dann, was haben wir denn noch? Ehrlich gesagt, ist für mich auch so ein bisschen so ein Überraschungsei, die ganze Nummer hier, weil ich auch nicht genau weiß, was da drin ist. Irgendwie so viel Kram in letzter Zeit. Ich habe wirklich tonnenweise recherchiert für dieses Auto und ganz viel gesucht, Teile gesucht, viele Teile noch gefunden, die kaputt sind. Ja, okay, das ist sehr weit vorausgedacht. Das hier sind Kurvenbänder. Kurvenbänder sind für Designs. Und dazu kommen wir sehr, sehr viel später. So, gucken wir mal. Aber da sind auch ganz viele Teile noch, die so für einen aktuellen Teil sind. Schauen wir mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Ah, ich glaube, das ist was sehr, sehr Geiles. Ich glaube, ich weiß doch, was hier drin ist. Okay, es ist was anderes, aber es ist trotzdem cool. Das hier ist auch, haben wir auch im Stream schon angesprochen, glaube ich, der Wischwasserbehälter. Für den D21. Da ist momentan so ein, keine Ahnung, 5 Liter Trümmer drin. Und hier haben wir einen Wischwasserbehälter, offensichtlich geliefert mit Schlauch und so wie es aussieht auch mit einem Geber, was sehr, sehr cool ist, dass man den Stand sich anzeigen lässt, beziehungsweise wenn das ganze Ding zu weit unten ist. So, was haben wir hier? Genau, was das ist. Ah, okay. Sehr cool. Das hier ist die kombinierte Nebelstoßleuchte mit Rückfahrlampe, Rückfahrleuchte. Auch sehr, sehr cool. So, was haben wir noch? Ja, okay. Auch ein bisschen weiter vorausgedacht. Kann man aber nie genug von haben. Teflon-Tape braucht man speziell, wenn man Hardline-Setups baut für zum Beispiel Luftfahrwerke oder auch andere Verbindungen, die eben gasdicht sein müssen. So, was haben wir noch? Wir arbeiten uns mal von den kleinen Paketen zum großen, weil in den großen weiß ich, sind sehr viele kleine Teile drin. So, gucken wir mal. Ja, ich habe, jawohl, das ist das Ding, was ich eben schon gesucht habe. Das ist witzig. Das hier kommt direkt aus den USA. Was könnte das wohl sein? Ein Bad Dancer. Ein kleines Modell. Ich dachte eigentlich, dass das Ding wenigstens schon mal ausgepackt wäre und zusammengebaut und schon mal irgendwie gebraucht und getestet. Es ist neu. Es ist original verpackt von Lindberg. Das ist so eine Firma, die machen auch Lowrider und solche Geschichten. Jetzt ist das Ding verschweißt, original verschweißt und noch nie ausgepackt worden. Jetzt muss ich mal gucken, was das Ding wert ist. Eigentlich ist es echt ein Frevel, sowas auszupacken. Aber ich habe voll Bock darauf, das zu testen. Ich überlege mir, was wir damit machen. Ihr könnt ja mal runterschreiben in die Kommentare, ob ihr es auspacken würdet oder ob ihr das Ding original lassen würdet.
und ihr da vorgehen würdet. So, jetzt kommen wir zur letzten Kiste. Lass mal hier zu schwerem Werkzeug greifen. Dann gucken wir mal. Also hier weiß ich theoretisch, was da drin ist. Jetzt müssen wir mal gucken, ob da alles drin ist, was wir so bestellt haben. Gucken wir mal. Hier erstmal sehr viel Verpackungsmaterial drin. Okay, es geht los mit Kühlerfrostschutz. Ist alles theoretisch für den D21, was in der Kiste drin ist, komplett durch die Bank weg. Kühlerfrostschutz, warum Kühlerfrostschutz? Das erklärt sich gleich, weil hier müsste nämlich irgendwo, genau, das hier ist eine Wasserpumpe und die Wasserpumpe im D21, also hier kann man die schön sehen, ja, die Wasserpumpe, hier ist das Flügelrad der Wasserpumpe. Die Wasserpumpe im D21 schreit lauter als ein Synchronsprecher bei Pornhub. Also das ist auf jeden Fall richtig laut, dieses Ding. Und deswegen müssen wir die ersetzen. Deswegen auch der Kühlerfrostschutz. Was haben wir hier noch? Ah, okay. 10W30. Das ist jetzt ausgerechnet, diese eine Sache ist mal nicht für ein D21. Das hier ist für meine Hebebühne. Wunderbares Öl, falls ihr Hebebühnen habt, um die Spindeln zu schmieren. Keilriemen, wenn wir die Wasserpumpe machen, machen wir natürlich den Riemen gleich mit. Was haben wir hier noch? Was ist denn das? Ein Gelenkwellenlager. Ja, okay. Können wir auch mal reingucken. Wofür brauchen wir ein Gelenkwellenlager? Der D21 hat wie ein LKW eine getrennte Kardanwelle. Und dieses Gelenkwellenlager hier ist am Auto ein bisschen porös. Und deswegen werden wir dieses Gelenkwellenlager präventiv ersetzen, auch wenn mein TÜV-Prüfer gesagt hat, ist alles noch nicht so schlimm, kann man alles lassen. Ist noch nicht in der Verschleißgrenze, aber präventiv werden wir das ersetzen. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch, ah ja, okay. Ja, wir tauschen halt präventiv auch irgendwie wirklich alle anderen Sachen. Das ist ein Kraftstofffilter. Der Kraftstofffilter bei dem Auto wird jetzt ersetzt, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie der Zustand von dem aktuellen Filter ist. Wir wollten eigentlich das gesamte Kraftstoffsystem einmal austauschen und spülen und so weiter. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch machen. Aber auf jeden Fall den Filter ersetzen und erstmal so ein paar Kleinigkeiten. Das hier sind, gut, kann man jetzt nicht gut sehen, aber das sind Koppelstangen. Das sind die Koppelstangen, die an den Stabilisator rankommen. Die sind ein bisschen porös bei dem Auto. Tauschen wir auch präventiv. Einfach auch nur, dass es irgendwie einfach nicht cool aussieht. So, was haben wir noch? Ah ja, okay. Wir wollen eine ganze Menge ändern an dem Auto, aber die Teile hier können theoretisch bleiben. Sind Stoßdämpfer. Wir haben einmal Stoßdämpfer für vorne und Stoßdämpfer für hinten. Natürlich jeweils zwei. Und das war's dann auch. Das ist das Unboxing gewesen. Also wie ihr seht, viele, viele Verschleißteile, die einem Auto einfach neu kommen, weil ich keinen Bock darauf habe, dass irgendwelche porösen Dichtungen oder irgendwelche porösen Gummilager oder so an dem Auto dran sind. Deswegen tauschen wir einfach ganz viel aus. Das werden wir auch zeigen, auch wenn es vielleicht immer noch nicht so spannend ist, wie die Ladefläche oder den ganzen Rest von dem Auto zu bauen. Aber ich will halt eine solide Basis haben für das Auto und die werden wir umsetzen. Ja, so viel dazu, so viel zum Unboxing. Ich hoffe, das war ein interessanter kleiner Einblick. Mehr dann, wenn die Teile ins Auto kommen. Und jetzt geht's auch weiter mit dem Projekt. Hab viel Spaß, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.